Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei No Hand Gaming. Benji ist mal wieder am Start und mal wieder gibt es ein Video zum GTA 5 Online Modus auf den Next Generations PlayStation 4 und Xbox One. Heute geht es darum, wie ihr schnell und leicht RP im Online Modus verdienen könnt und dazu auch noch eine Menge Cash absahen könnt. Das Ganze ist ganz einfach und geht auch ziemlich schnell. Ihr müsst einfach den Start-Button drücken, geht auf Online, sucht euch die Mission von Rockstar, stellt natürlich aus und wählt die Mission Rockford Roll aus. Nachdem ihr diese ausgewählt habt, macht ihr die Schwierigkeit auf schwierig und startet diese Mission. Wenn ihr diese Mission mit einem Clan-Kollegen bzw. einem Crew-Kollegen ausführt, bekommt ihr nochmal mehr Cash dazu. Nachdem dies getan ist, schnappt ihr euch das Cabrio und fahrt mit diesem Cabrio zu folgendem Wegpunkt. Das Cabrio stellt ihr sicher ab und rennt dann über diesen Zaun hinüber. Dort könnt ihr euch ganz leicht hinter folgendem Auto verstecken, das hier mit blauer Plane bedeckt ist. Jetzt wartet ihr einfach und ballert die Cops ab, bis ihr 5 Sterne habt. Das sollte gar nicht mal so lange dauern und ist auch nicht besonders schwer, denn ihr werdet nicht unbedingt schnell sterben, denn ihr seid dort gut in Schutz und die Cops können eigentlich so gut wie gar nicht von dort auf euch schießen. Rüberspringen werden diese nur auf der linken Seite des Zauns, also könnt ihr dort auch einfach ganz einfach nacheinander alle abknallen. Nachdem ihr die 5 Sterne erhalten habt, ruft ihr einfach Lester an und lasst euch diese entfernen. Wie ihr hier im Gameplay seht, habe ich das nicht gemacht, da es bei mir nicht ganz geklappt hat und Lester bei mir momentan noch etwas rumbackt. Aber ihr kennt das sicherlich, wenn ihr Lester anruft, könnt ihr mit ein bisschen Geld eure Sterne entfernen lassen. Nachdem eure Sterne weg sind, begebt ihr euch wieder in das Cabrio und fahrt zu Simeon und gebt es ab. Wie ihr seht, bekommt ihr ziemlich viel RP. Ich habe das hier Ganze mit einem Kollegen gemacht, der in meiner Crew ist und somit haben wir 20.000 Dollar bekommen und über 4.000 EP. Das Ganze könnt ihr natürlich so oft machen, wie ihr wollt und das Beste daran ist, es wird nicht gepatcht, denn es ist legal und geht ganz schnell. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr GTA 5 Online Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr auf jeden Fall ein Abonnement da lassen. Abonnement hört sich ganz schön schwul an, aber ist jetzt auch egal. Jungs, das war's von mir. Genießt den Glitch, levelt euch hoch, macht euer Cash. Bis dann, ich sag noch ein Wort, haut rein.